So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich habe den Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns an, Marc mit AMT gegen Dominik mit Moonstompy. Lustig. Moonstompy ist ja schon in letzter Zeit wieder öfter auf dem Channel gewesen. Chalice, Trinisphäre, Blood Moon, alles gute Karten gegen Storm. Ja, der Khan halt auch. Oh ja, Khan, stimmt, genau. Mhm. Auf der anderen Seite AMT, wenn es so ein Turn 1, Turn 2 Kill ist, kann schon passieren, dass man da durchkommt. Macht man halt auch nicht viel, ne? Ja. Aber im Normalfall ist zumindest das erste Spiel ziemlich safe geworden für Moonstompy, oder? Ja, kommt auf die Hand an. Jetzt mit einer, was kommt da? Wahrscheinlich ein Blood. Trinisphäre ist halt super. Ja. Blood Moon wäre natürlich auch ziemlich gut. Ja, Blood Moon wäre gut. Oh, ist eine Blood-Sun. Achso, das war die Planeswalker-Liste. Die Planeswalker-Liste, genau. Also keine Goblins drin, sondern... Keine Goblins drin, was halt das Problem jetzt beherbergt, dass man weniger Pressure auf dem Board hat. Weniger Agro-Potenzial, ja. Das ist halt noch so eine Liste, die zu Oko-Uro-Zeiten, also zu Oko-Zeiten gespielt wurde. Ja. Hier getestet, ob sie noch immer noch spielbar ist, weil, soweit ich weiß, war das nicht mehr in Oko-Uro-Zeit, meine ich. Ich glaube nicht, ne. Selbst wenn, es wird kein Oko und kein Uro gespielt werden. Doch, weil stimmt. Uro könnte gespielt werden. Uro, ja, aber Oko wird schwierig, ja. Ja. Hier haben sich auch für den Blood Moon statt die Blood Sun entschieden. Warum? Die Blood Sun einfach, den Blood Moon einfach, weil du als Stormspieler ja auch relativ wenige Basics drin hast. Ja. Klar, dass du jetzt die Insel auf der Hand hast, war klar. Aber die Blattzahn ermöglicht halt trotzdem immer noch das farbige Mana aus den Duels. Okay. So, und je nach Hand ist das halt einfach egal. Okay. Also da hat man jetzt auch die drei Mana. Gut, die Ensnaring Bridge ist jetzt halt scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja gut, der Goblin Kill kann ja immer noch sein, da ist noch eine Blattzahn. Jo, da hat man nicht mehr wirklich viel nachgezogen. Chill ist auf 0 gegen Petal und Leinsedam ist hier richtig gut. Ja. Kann man richtig gut machen, wenn man selber am besten schon vorher das gespielt hat. Die Hand ist aber auch ziemlich gut, wenn da irgendwie ein schwarzes Mana rankommt. Ja, jetzt brauchen wir halt 3 Mana. Ist gerade schlechter geworden. 3 Mana plus ein schwarzes Mana. 3 Mana Pre-Order, nicht die besten Karten. Ja, beide nicht castbar durch Chalice. Ja. Duress. Dann wirft man, glaube ich, eine Karte ab, wenn man zu klein kann. Ja, also die Stormhand, die ist schon echt gut. Die ist wirklich gut, also... Da muss man im Endeffekt nur auf das schwarze Mana kommen. Ich glaube, dann ist man hier sogar durch, wenn ich es richtig sehe. Ja, jetzt kommt halt das Problem bei der Liste. Man muss halt jetzt als Moonspieler was finden, was finisht, und man hat die Goblins nicht. Mhm. Und das ist halt gerade echt doof. Torch of Defiance. Das finisht auf jeden Fall. Ja, also die pinkt auf jeden Fall genug. Dann save den Plus. Ja, für 2 Damage. Yep. Schön auf dem Mountain. Hier trotzdem immer noch die Mountains gesplittet. Mm, ja, genau. Snow-covered Mountain gegen Predict. Mm, Alter, die Hand. Das ist ja nur noch schwarzes Mana, was fehlt. Ui, ja. Ich sehe das jetzt. Das ist sehr, sehr knapp tatsächlich. Also vor allem die Chandra ist auch nicht so die schnellste Pingerin. Ich meine, klar, man kann sie bei 7 Minusen. Bei 7, genau. Ja. Das heißt, es dauert jetzt noch 2 Runden, bis man die Minusen kann. Und ja. Da sieht man zum Beispiel, hätte man die Blatz angelegt, hätte man schon längst das schwarze Mana gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da ist die Sache eigentlich relativ klar. Puh. Ja, das ist so Braid. Geht safe ins Exile. Kann man auf Chalice spielen? Nicht. Ja. Da ist immer noch kein schwarzes Mana. Krass. Da wird das LED überm Duress gewählt. Das LED ist ein Free. Stimmt, ja. Das ist kein Free, er kostet immer noch 3 Mana. Also es zeigt sich selber quasi durch den Mana. Würde Duress aber auch. Ich glaube, es ist ja da einfach Irrelevanz, war da eine leichte Designierung. Also, das Spiel ist relativ schnell vorbei. Ja, also da war aber tatsächlich auch einfach nur Glück im Spiel. Ja. Vor allem war da ein Blood Moon im Spiel, das war, glaube ich, so die Hauptsache. Ja, jetzt man hat man sich halt da das Symbol, Paces, genau. Das Emblem. Und ja, jetzt muss man halt einfach nur Zeug von oben runterlegen. Ich habe noch eine Chandra gesehen, noch eine Chandra, ne? Beat für 5. Trigger, dann plus mal die noch, gewinne. Dann auf 7. Ja. Ja, und dann ist nächste Runde wahrscheinlich schon safe rum, wenn man ja, irgendwas spielen kann. Das war nix.
genau so kann es halt gehen. Und das ist halt auch die Stärke von Moon. Ja. Ja, jetzt kann man die sogar spielen und kann die wieder plussen. Ja. Und dann kriegt man die zwei Schaden auch durch. Genau, genau. Und damit 1-0 für Moon. Wie gesagt, das erste Spiel sehe ich fast immer in Favor von Moon. Ja, auch wenn das jetzt wirklich knapper war, als es hätte sein müssen. Oder hätte sein dürfen. Zumindest auf dem Board. Also ja. In den Händen natürlich nicht, aber auf dem Board auf jeden Fall. Puh. Ja. Ja. Boarding, man kann mal boarden als Moon-Spieler. Man könnte Leyline boarden, wenn man weiß, ob der Gegner halt TNT oder Tess ist. Ja. Man hat auf jeden Fall Sachen, die man rausnehmen möchte. Deswegen glaube ich, kann man so oder so die Leylines boarden. Man kann theoretisch alle bis auf eine einzelne Bridge rausschmeißen. Ja. Und selbst die, weil du hast immer noch die vier Kahns. Also. Ja, ja. Dann hat man die Tommen Script, die kann man reinboarden oder man sucht sie sich mit dem Kahn. Mhm. Wenn man den Platz hat, kann man es auch einfach reinboarden. Ja. Hier war ein Mulligan, das gerade richtig gesehen mhm. Mulligan ja, auf der Seite von ANT ziemlich einfach, Abrupt Decays und Bouncer für Artefakte. Jo. Da ist man. Die sind auch dann tatsächlich safe. Richtig gut. Da ist auch noch Abrupt auf der Hand. Abrupt, ja. Double Red und ein LED. Das ist nicht schlecht. Du Trisseure, ne? Ja, die kommt. Und wird wahrscheinlich am Ende der nächsten Runde getan. Ja, wahrscheinlich, je nachdem, was halt jetzt noch kommt. Wenn da jetzt noch Moon kommt, dann wahrscheinlich eher weniger. Meinst du den da? Ja. Ansonsten. Jetzt ist natürlich die Frage, zerstört man hier den Blood Moon oder die Trinisphäre? Das ist halt wirklich die Frage. Ich würde schon fast eher auf den Blood Moon gehen. Aber man hat halt ein Petal liegen. Ne? Also man kann sich jetzt auch ein schwarzes suchen. Ja. Deswegen weiß ich das gerade noch nicht mal so großartig. Man könnte halt hier die Trinisphäre wegknallen, wenn man jetzt auf den Sumpf geht. Weil wenn man es abrupt hat, Double Rid und LED, warum nicht? Ja. Kann man einfach mal machen, weil warum nicht? Auf der anderen Seite kann man ja auch auf Insel gehen, damit man auf jeden Fall blau offen hat und dann einfach nur den Moon zerstören. Ja, da wird jetzt halt auf schwarz gegangen. Ja, ja ist jetzt halt die Frage. Vor allen Dingen, man hat auch nur das eine Decay auf der Hand. Ne? Nur ein Decay, Double Rid und... genau, wir gehen dreimal in den Pool, Abrupt Decay. Okay, auf die Trinisphäre. Ja, genau. Ja, okay, man kann halt auch ohne Blau gewinnen. Ne? Ja, genau. So hat man jetzt halt zumindest mal ein Blaues und Schwarz. Das ist halt auch nicht so schlecht. Nö, also das eine Blaue ist durch das Petal ziemlich gut. Und wie gesagt, gerade bei der Hand mit LED und Dark Red and Direct, das ist ein Priority. Das ist natürlich kacke. Ja, jetzt muss man mal das Petal dafür knacken. Aber ja, das will man auch. Da ist ein Tutor. Da ist ein Tutor, das ist schon mal ziemlich gut. Das ist ein Adnaseum-Zug, wenn ich es richtig sehe. Ja, jetzt fängt der Rubels Rollen an. Ja. Jetzt werden wahrscheinlich die tollen Token von MTG da hingelegt. Ja, Tokens von MTG. Das müssen keine Force of Will-Karten mehr sein. Nein, das sind keine Force of Will-Karten mehr. Das ist korrekt. Es könnten immer noch Pokémon-Länder sein, Teros Basics. Ja, was stimmt. Prinzipiell dasselbe ist. Die sehen ja auch aus wie... Oder eben Karten von Tokens von MTG. Komm, 5 Mana, dritter Storm, 1er Diamond, 4er Storm. Ich meine, selbst wenn man jetzt nicht safe durch Storm gewinnt, kann man ja immer noch auf... Man könnte hier durch safe durch Storm gewinnen mit... Es wird geopfert und ich bekomme... Mit Pass and Flames, Ja. Ich war jetzt gerade bei den Goblins, aber die kann man halt als Moon. Aber hier werden drei blaue Mana gemacht. Als Moonspieler auch handeln kann. Ja, genau. Okay, man geht hier tatsächlich in den Adnaseum, aber man hätte hier auch einfach Tendrils spielen. Ein Ritt, zwei Ritt, Tutor. Bist du bei drei? Nee, doch, klar, das Pass and Flames hätte ich vergessen. Man hätte ja auch einfach über den Graveshot gehen können, halt wirklich mit Pass and Flames. Okay, jetzt sind hier noch nicht viele Leben verloren geworden. Gegangen. Ja, 19 Leben habe ich mich auch schon totgeschossen mit. Ja, das passiert mal ganz gut. Ja, leider.
So fünf. Ah, komm, einen nehme ich noch. Ja, ja, genau. Oh. Genau, dieser fünfte war dann nicht okay. Aber da in der Liste ist jetzt der Grim-Tutor drin. Der Grim-Tutor. Nicht mehr der, wie ist der andere? Der für fünf. Der mit den, der den wiederholt. Der dir drei schwarze Mana. Dark Petition, genau. Das genau. Ist dort halt. Fünf Mana. Drei Leben in dem Turn. 19. 17. 17. 15, oh Gott. 13, das ist kacke. Gönnt sich hart. 12. Okay. Man sucht jetzt hier natürlich auf jeden Fall Lineside damit, ist ganz nett, aber man braucht, glaube ich, noch ein oder zwei Rituale. Ja, und man braucht. Tutor war schon dabei, ne? Hui. Aua. Ja. 6. Wäre ich nicht. 5. Ja, man geht hier noch weiter. 3. Ja, da würde ich aufhören. Man hat halt, ich glaube, man ist durch, weil man einfach Lion's Eye Diamond, Petal hat man auch noch, also das ist dann safe. Kann man den Tutor spielen, mit dem Tutor das Pass the Flames suchen, die beiden LEDs knacken für Rot und dann safe aus dem Friedhof des Tendrils schießen. Stimmt, man hat das Tendrils ja jetzt noch auf der Hand. Ja. Deshalb muss man über Pass the Flames gehen. Das Problem ist nämlich in dieser Position, und ich glaube, deswegen wurde auch tatsächlich das Tendrils genommen. Hier ist Angst vor Fairy Macabre. Ja, stimmt. Da weiß man ja was. Genau. Fairy Macabre ist tatsächlich ein sehr gute Sideboard-Karte dagegen, wenn man halt nicht weiß, dass sie kommt. Und da ist die Fairy tatsächlich. Ja. Habe ich jetzt schon öfters mal ausprobiert. Ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Karte, weil sie halt nicht so clunky ist auf der Hand, wenn du sie nachziehst. Ja. Und sie macht fast immer dasselbe wie eine Leyline, weil du mittlerweile sehr, sehr oft nur noch Target removen musst. Mhm. Ein Uro musst du wegkriegen, oder kannst du wegkriegen. Reanimate Targets. Snapcaster Targets. Ich habe auch schon damit jetzt hier Tin Fins. Ja, interrupted. Ja, ja. Ne? Nehmen, also, das hier nimmt man, glaube ich, einfach ein Ritual noch mit nebenbei. Ja, aber das Problem ist jetzt halt, dass man, glaube ich, so oder so safe verloren hat, oder? Nee, es werden jetzt nur eine Menge Goblins gemacht. Stimmt, jetzt kommen die Goblins. Ja, jetzt bricht aber halt von der Top oder irgendwo her. Jede Kreatur kriegt einen Schaden. Oder die Hand. Fire Confluence, natürlich. Die Hand leer pumpen und eine Bridge legen, ne? Handleerpumpen ist da ohne die Trinisphäre tatsächlich eine Option. Das Problem ist halt, wenn man jetzt die Bridges nicht hat, muss man den Khan droppen und eine Bridge droppen und das in einem Zug unter einem Blood Moon bei dem Board State. Schwierig. Eigentlich unmöglich. Ja, sehr, sehr, sehr schwierig. So, dann kommt das. Interessant ist hier auch, die Fairy Macabre wird gecycelt, sie wird nicht gecastet, dann genau. Ist sie kein Stormtrigger. Ja, dann geht man hier. 5 Mana, kriegt noch einen Storm. Das wären halt eine verdammte Menge Goblins. Jo. Jo, das wären eine Menge Goblins, aber auf der anderen Seite, hier sucht man sich schon mal die Goblins. Achso, das eine rote hat man noch, stimmt. Ja, rote hat man durchs Petal noch. Ich war gerade am Überlegen, wo das Rot herkommt. Ja, und jetzt könnte man halt jetzt noch einen Brainstorm oder einen Ponder. Das geht nämlich auf die Hand, genau, aber man will nämlich danach dann machen. Okay, da sind nur Brainstorms. Stimmt, da fehlt jetzt das eine Rit noch, was gefressen wurde mit der Fairy. Genau, für coolen Stuff. Deswegen geht man ja auch auf Preordain, nicht auf Brainstorm. Ja, ich glaube, jetzt hast du nur einen Storm zu weit gedreht, weil du hattest den Dings. Rituale. Ja, kann man halt machen, ne? Da würde ich aber eins drunter legen, damit der Zug nächste Runde eventuell noch was bewirken kann. Ja, man könnte auch einfach beide oben drauf legen und nächste Runde einfach Pass the Flames wieder casten. Womit? Indem man Pass the Flames einfach selber flashbackt. Ja, aber du brauchst ja Rot. Du hast einen Blood Moon auf dem Board. Was? Stimmt!
Und dadurch sind deine ganzen Duels einfach Mountains. Ja, ja. Wenn deine Duels Mountains sind, ist das Leben. Also ich würde im Blue Moon würde ich keine Duels spielen. Nee, du spielst genug Non-Basics ja. in einem monoroten Deck. Gut, das sind jetzt 6, 12, 18, 24. 24 kleine Goblins. Die können jetzt halt an der Confluence ziemlich schnell sterben. Ja, aber nöp. Nee, keine Goblins. Noch ein Out wäre gewesen, wenn mehr Mana auf dem Board gewesen wäre, die ganz große Chandra Awakened Inferno. Oh ja, stimmt. Die Frage ist, ob man die reinnimmt oder rausnimmt. Ja, du hast theoretisch eh schon genug, was du rausschmeißen kannst. Deswegen kann die eigentlich drin bleiben. Also zumindest die zweimal. Wenn man die ein drittes Mal im Sideboard hat, würde ich sie nicht reintun. Ja. Aber die kann halt schnell ausmachen mit ja, den, mit den Token hochgeticke. Und wenn man das mit den Past in Flames im Hinterkopf hat, ist das definitiv eine Option. Ja, das stimmt. Wir haben hier Blood Moon First Turn und ich habe auch gesehen, einen Mulligan auf jeden Fall von dem AMT-Spieler. Das ist jetzt schon wieder so eine Runde. Da hat man Turn 1 Blood Moon und der Gegner lebt 1 trotzdem von 2 Basics. Das ist genauso wie wenn ich gegen Elfen spiele. Die haben immer den scheiß Forest. Ja. Immer. Da ist ein Echoing Truth, ein Tutor, Dark Red und noch was. Petal, Affe. Auf jeden Fall 4 Mana jetzt, um irgendwas zu machen. Ist die Frage, ob man mit den 4 Mana jetzt was machen kann. Ich sehe nichts. Da wird, glaube ich, der Zug beendet. Ja. Jo. Agent Truth geht er zurück. Jetzt kann er die Hoffnung, jetzt was zu machen. Ja, oh ja, man hat jetzt hier das zweite Basic. Ich hasse Basics. Ich glaube es dir. Im Denver hasse ich die auch. Ja, es sind 2 Basics im ANT tatsächlich. Es gab Zeiten, da hat man 3 gespielt. Mittlerweile ist man auch einfach auf 2 runter. Aber einfach ja, man hat aber nie den Mountain gespielt. Ne? Nee. Weder Mountain noch Forest. Stimmt, das ist ja eigentlich Vorkolle. Ja. Da geht man Ball, glaube ich, runter. Man hat noch den Tutor auf der Hand. Jo. Decay sogar noch. Oha. Das ist ein guter Top-Deck, gerade wenn jetzt der Blattpunkt von einem Gegner wieder runterkommt. Ja. Ist halt jetzt die Frage, ob man den einfach blindlings wieder ausspielt. Oder ob man noch was anderes hinlegen kann. Die Frage ist auch, ob der noch Sinn macht. Ja, jetzt halt, also die Frage ist halt generell, da ist noch ein Mountain auf der Hand und da war's. Okay, das wurde einfach akzeptiert. Ja. Und hier wird jetzt schon das Paddle nicht mehr ausgespielt, wenn man anfängt, auf den Storm-Turn zu schielen. Da ist, glaube ich, auch nichts auf der Hand, was der Moon-Spieler spielen will oder kann. Kann natürlich sein, dass man jetzt noch auf der Braid gestrandet ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee. Wird jetzt auch gerade realisiert. Den genau. Lassen wir mal so liegen. Weil, Mountain. Ja. Und das vergisst man einfach gerne. Oh mein Gott. Uff, und Petal noch gezogen. Ugh. Das ist ziemlich gut. Das Petal war schon auf der Hand, ist noch ein Ritual gezogen worden. Oh. Das heißt, man hat 3 Rituale plus den Crack. Ja. Hätte man versuchen können, ein rotes mitzunehmen. Stimmt. Aber dann hätte man das schwarze nicht mehr spielen können. Ja, dann wäre kein schwarzes mit da gewesen. Ja. Storm 2. Genau, Petal und Ting, Storm 2, Storm 3. Ja. 3 schwarze Mana, das sind blaue Mana, aber okay. Nee, Blue sind ganz rechts. Oh, stimmt, stimmt. Ja, wenn die so voll sind, dann sieht man das nicht. Ja. Das werden dann nur. Nee, das Grapeshot ist voll. Ich wollte kurz sagen. Grapeshot ist voll. 9 schwarze Mana mit Storm 5. Ja, hier denke ich, geht man jetzt gleich auf Ad Nauseam auch wieder. Weil man braucht noch rotes Mana, man hat noch keinen Landdrop gemacht. Tatsächlich ist man beim, muss man beim als ANT-Spieler dann auch aufpassen, dass man nicht unter auf 2 geht. Genau. Damit man nicht auf einmal einen Stomp frisst. Genau. Aber das macht man ja sowieso. Weil. Ja. Unter 5, also ich zumindest mit ANT nicht. Außer man muss. Genau, man muss. Und dann ist man so oder so meistens tot. Ja.
Ist dann so dieses All or Nothing. 18, 17, 16, 15. Das ist schon mal ziemlich gut, was. Dabei rumkommt. Aber. Okay. 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 Wow, what? 3, da hört man dann auf. Es ist okay-ish gewesen. Ja, okay, man muss halt jetzt wieder über die Goblins. Ich glaube mal auch, man muss über die Goblins gehen, wenn man einfach. Hat man eine rote Quelle, die einen nicht diskarden lässt? Ich glaube nicht. Ich glaube, doch, da ein Petal. Da war ein Petal, okay. Da wurde ein Storm vergessen. Dann nochmal, oder? 4, 6. Ja, wurden beide nachgeholt. Petal. Storm 7. Also ich glaube wirklich, da ist Stompy, also die Stompy-Liste jetzt gerade schlechter. Ja, jetzt sieht man auch mal, was, genau, was da war. Da sehe ich eine Fairy, wenn ich es richtig sehe. Nee, ist nicht. Doch, Fairy. Zwei Fiery Confluence. Das ist ziemlich gut. Hier wird eine Fiery Confluence gediscardet. Ja. Du bist die nächste Fiery Confluence. Und jetzt, das okay. Ist dann so. Hm. Okay, hier könnte man jetzt noch auf Ponda gehen. Deswegen hat man nichts gespielt. Ja. Da hätte man halt auch darauf gamblen können, ob man eine mal zündet für 6 Schaden, damit man im Ad Nauseum nicht da so viel zieht. Da ist noch ein Tutor. Da ist sowieso jetzt Ende. Tutor Endo Tendrils ist. Ja, das ist safe tot. Da brauchen wir auch, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Naja, es wird, glaube ich, geguckt, ob die Karte nicht zufällig woanders ist oder was man noch machen kann. Ah, ob das Tendrils nicht zufällig im Grave noch liegt. Genau. Weil Past and Flames geht halt nicht. Jo. Aber sonst, wenn das jetzt einfach runtergespielt wird, ist das schon over. Interessant, also 2-1. Man sieht hier bei dem Moonstompy, dass es wirklich die Planeswalker-Version sehr langsam ist. Ja. Und damit auch automatisch anfälliger, sag ich mal. Anfälliger, aber sehr kontrolllastig eigentlich. Genau. Aber halt gerade genau dann, wie jetzt. Klar, wenn dann der Gegner in jedem Spiel sein Basic hat, ist halt schon schwierig. Ja. Aber ansonsten, es ist halt für lange Spiele prädestiniert. Ja, denke auch. Ja, 2-1 für Storm durch das Prison durch. Oh, da kam ja auch gar nichts mehr. Ja, da kamen nur noch Länder und Storm hat sich da schön raus. Ja, Khan hat man gar nicht gesehen. Nee, Khan hat man gar nicht gesehen, aber sonst auch nicht viel von den Planeswalkern. Aber Antea hat auch nicht so viele Sideboard-Karten in die Zone gezogen, außer das Abrupt. Ja, und halt was im Ad Nauseum. Ja gut, aber im Ad Nauseum tun die Teile meistens nur weh. Ja gut, dann einmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt ihr gesehen. Ciao, ciao.